Wenn man über viele Jahre die Geschichte erzählt, jeder muss sich in Europa um einen selbst kümmern. Jeder ist für seine Nation verantwortlich, wir nicht füreinander. Na, da muss man sich nicht wundern, wenn diese Erzählung von Europa irgendwann von den Menschen geglaubt wird. Wenn es keine Antwort gibt auf Solidarität und keiner soll sagen, was Deutschland und andere geleistet hätte an finanziellen Hilfen, hätte den Menschen gedient. In Wahrheit haben wir Banken stabilisiert, weil wir damit unsere eigenen Banken stabilisiert haben, aber wir haben nicht den Menschen damit geholfen. Wir müssen also was ändern. Das Erste, was wir ändern müssen, ist, dass Europa sich um die Dinge kümmern muss, die nur durch Europa besser werden können. Und nicht so sehr um die Dinge, die dann Mikromanagement in den Nationalstaaten oder Kommunen enden. Und zum Beispiel ist es dringend nötig, und ich glaube, wir alle sind Frank-Walter Steinmeier dankbar, dass er daran arbeitet, dass es eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Es kann ja nicht wahr sein, dass in Europa in dieser Frage jeder macht, was er will. Es muss doch eigentlich selbstverständlich sein, dass europäische Mitgliedstaaten im UN-Sicherheitsrat gemeinsam abstimmen und nicht gegeneinander. Und wenn die Amerikaner sich jetzt aus dem Nahen Osten zurückziehen, was sie tun werden, gibt manche sagen Gott sei Dank, dann werden wir eine europäische Antwort finden müssen, wer in das Vakuum dort hineingeht. Und wenn mich jemand fragt, was muss man im Bereich der Verteidigungspolitik machen, dann nicht, wie Wolfgang Schäuble, mehr Geld ausgeben. Die fordern jetzt alle mehr Geld für Rüstung. Was ganz gut wäre, ist die Frage zu stellen, warum machen eigentlich 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union alle das Gleiche? Warum teilen wir uns nicht unsere Fähigkeiten und bringen sie zusammen? Das würde viel Geld sparen, damit wir nicht alles doppelt vorhalten und dreifach. Und es würde schrittweise natürlich auch in eine europäische Verteidigungspolitik führen. Nicht mehr Geld für Rüstung, sondern seine Fähigkeiten zusammenschließen und dadurch Geld sparen, aber auch besser werden. Also sich um die Dinge kümmern, die wir in Europa gemeinsam machen können und nicht das Klein-Klein. Zweitens, einen Binnenmarkt entwickeln, der nicht dauerhafte Verlierer produziert. Das ist der Grund, warum die Arbeiter dagegen stimmen. Natürlich bin ich auch für Dienstleistungs- und Personenfreiheit. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass dann der Wettbewerb im Binnenmarkt nur nach der Frage stattfindet, wer zahlt die schlechtesten Löhne, die schlechtesten Sozialabgaben und möglichst keine Steuern. Das geht eben nicht. Man kann in Nürnberg oder in anderen Städten nicht mit bulgarischen, rumänischen oder portugiesischen Löhnen die Miete bezahlen. Und deswegen, jeder soll sich hier bewerben können. Aber der Wettbewerb soll sein aufgrund von Leistung, von Qualität, von Effizienz. Und die Schweden haben recht. Die sagen, wir brauchen ein Gesetz, das lautet, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Dafür müssen wir in Europa kämpfen. Dritter Punkt, der sich ändern muss, ist der Steuerwettbewerb, den wir da haben. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier jeder Bäckermeister in Nürnberg höhere Steuersätze zahlt als Amazon, Google und ähnliche Konzerne. Du kommst raus aus dem Bäcker, da hast du sozusagen deine Brötchen gekauft, er zahlt Steuern, dann holst du dir den Kaffee nebenan bei Starbucks und der zahlt in Deutschland keine Steuern. Ich meine, wo sind wir hier eigentlich? Das ist das Geld, das wir brauchen, um in Europa in Wachstum, in Ausbildung, in Forschung, Entwicklung und Bildung zu investieren. Lasst euch von den Konservativen nicht einreden. Sozialdemokraten würden Schulden machen wollen, um in Europa zu investieren. Das ist Quatsch. Wir wollen keine neuen Schulden machen. Aber wir wollen verhindern, dass das Geld, das wir für Wachstum, für Forschung, für Infrastruktur, für Digitalisierung, für Bildung brauchen, uns entzogen wird, weil die sich vom Steuerzahlen drücken in Europa. Da ist das Geld, das wir brauchen, um zu investieren. Und jetzt einfach mal so zu sagen, wie die Konservativen, wir brauchen einen Ausbildungsverbund in Europa, das ist nett gesagt. Aber erstens hilft dir die Ausbildung nichts, wenn ihr hinterher keine Arbeit findet. 25 Millionen Arbeitslose in Europa, das spaltet die Europa. Und zweitens wirst du auch Geld dafür brauchen, das zu finanzieren. Und dann kann man nicht zulassen, dass es Steueroasen nicht etwa in Panama gibt. Das gibt's auch, schlimm genug. Aber es gibt sie mitten in Europa. Und ich finde, das ist etwas, was wir ändern müssen. Wir wollen also nicht mehr Europa, wir wollen ein anderes Europa. Es geht nicht um irgendwie
größere europäische Institutionen. Es geht darum, ein besseres Europa zu schaffen. Und ich kenne keine Partei, die diesen Auftrag so sehr hat wie die Sozialdemokratische Partei mit ihren Schwesterparteien in Europa. Dafür lasst uns kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen.